Bam, 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 Mister. Fantastic, ist dabei. Hier zu meiner Listenabgabe ist natürlich hier das hohe Personal gekommen. Ja, hier, Flattery Damage fährt nach Bayern, nach Würzburg, aufs große GT vom Fabi. Das ist die Liste, die ich mitbringe. Es fehlen jetzt hier noch 5 Hunde, aber ansonsten ist das hier meine Disciples of Belacor Liste, die das Turnier zerlegen soll. Was habe ich dabei? Wie gesagt, die Service auf Belacor, natürlich ist Belacor dabei. Der Boy hat Shorted Step und Pair of Despair oder so wie das heißt. Fight Lars oder ich mache den Action kaputt. Das kann der zaubern, der Boy. Dann habe ich dabei einen Slaanesh Herold. Die Tante ist noch dafür da, damit ich ein gutes Warp-Ritual zaubern kann. Und mein dritter Charakter ist der Fate Skimmer da hinten. Bolt of Change, Infernal Flames. Bufft die Flamer und kann auch noch dazu ein paar Mortals rausdrücken. Für mich ist es wichtig, dass der auf dem Streitwagen ist, damit er plus 1 zu Cast bekommt. Die Zauber sind relativ hoch, immer auf die 7. Und da ist so ein plus 1 zu Cast schon Gold wert. Genau. Ich würde jetzt einfach nochmal gottweise durchgehen, was ich so dabei habe. Da sind wir jetzt gerade hier beim Fate Skimmer mit seiner Teen-Schorte. Ich habe 3 Flamer, ich habe 3 Flamer, ich habe 4 Flamer, ich habe insgesamt 10 Flamer dabei. 4 Teen-Units. Ja, Flamer einfach immer noch gut. Dann habe ich dabei als Corn-Units 2x5 Hunde. Die anderen 5 muss ich jetzt noch dazu denken, die kommen noch dazu. Und einmal Zerfleischer. Ich brauche 3 Corn-Units, damit die Service auf Belacor aufgeht. 3W6-Chart, super interessant. Die Hunde mit ihren 75 Punkten und dem guten Profil sind einfach Gold wert. Dann habe ich dabei die Nörgelfraktion. Besteht aus 2x3 Nörglings. In Disciples of Belacor sind die Obsec. Bringen wir mit den Zerfleischern ein bisschen Obsec auf die Platte. Mit dem Infiltrieren Zucker, würde ich sagen. Die Beasts sind dabei. 3 Stück. In Disciples of Belacor kann ich denen einen Full Hit Reroll geben und dadurch auf Sechsen fischen, damit die ihre Mobos in ungeahnte Dimensionen hochschrauben können. Wenn es gut läuft, sind da 10 bis 15 Mobos, 10 bis 16 Mobos drin, zumindest wenn ich das rolle. Dann habe ich dabei die Slaanesh-Fraktion. Wie gesagt, der Herold ist dabei und 2x3 Fiends. Eine schnelle Unit, MSU-Style, pang, pang, einfach rein. Dreier-Einheiten kann man gut verstecken. Das ist besser als mit der Fünfer-Einheit. Die Schwänze, die überall rausschauen, können ein bisschen tricky sein. Und dann habe ich noch dabei 2 Chaos Knights. Das sind House Korvax Knights. Das sind Karnivore, die bewegen sich, wenn ich das will, 17 Zoll durch eine Wand durch. Bringen Obsec durch Korvax, habe ich Zugriff auf die Harbinger-Tabelle und kann dadurch Obsec ausmachen. Minus 1 Moralwert noch dazu machen, wenn ich das benötige, in der ersten Runde zum Beispiel. Oder durch, na, wie heißt das? Geisterstorm oder sowas. Verlangsame ich den Charge, wenn angegriffen wird. Also super, das Utility Piece. Sind auch nochmal Obsec, 5 Modelle. Können, wenn ich gegen irgendwas sehr schwer Heavy Obsec spiele, da auf jeden Fall noch ein paar Punkte gut machen. Und sind im Nahkampf okay. Der grüne Boy ist der Favored Boy. Das heißt, ich habe nochmal Favored of the Dark Gods dabei. Blessing of the Dark Master. Keine Rerolls zu Hit, keine Rerolls zu Wund. Wenn er Favored ist, nur noch auf die 4 Wunden treffen. Bin mir gar nicht sicher. Genau. Das sind meine 2000 Punkte. Die Cybers of Betacore. Ich bin schon super hot. Ich habe mir echt noch ein paar Gedanken gemacht, wie ich mich vorbereite für das Bayern Major. Das Gelände hat jetzt dazu gebracht, dass ich mich gegen die großen Dämonen entschieden habe. Jetzt hat ein bisschen mehr Techie gehe, ein bisschen mehr Fußvolk dabei habe, um besser in den Ruinen zu arbeiten. Genau. Was will ich noch dazu sagen? Wahrscheinlich schon eh zu lange mit meinen 5 Minuten. Letztes Spiel, letztes Turnier in der Edition. Nur noch Spaß haben. Diese Liste, die Size of Belacor, habe ich jetzt schon seit längerem mal probiert. Noch nie wirklich erfolgreich gespielt. Vielleicht ist jetzt die Zeit dafür gekommen. Let's go!